Warte, bitteschön. Wir sind von der Puff Corp. Puff. Es geht los! What the fuck? Ich freue mich. Ah. So lange habe ich schon auf Ewigkeiten auf nichts mehr hingefiebert, verdammt Axt. Rüste dein Navi mit M aus, okay? Also Map halt, okay. Ja, aber ich denke mal, man könnte so einen GPS-Tracker vielleicht haben. Aber, okay, Backen halten, gucken. Flugzeug! Puff! Puffkorb! Heli! Ach, das verändert sich wirklich, Alter, nice. Hast du Puff eingegeben? Ja, oder? Psst! Okay. Hier, der fliegt runter. Müssen wir die suchen oder was sollen wir hier machen? Na, erstmal fliegen wir, Dicker. Wir haben Ziel, wir haben ein Ziel. Wir haben Ziel. Ihr könnt nach oben auf dem Bildschirm und ja, man kann ihn alles bewegen. Alles gut. Nee, du kannst auf den, Laptop auf dem Bildschirm gucken. Ja. Ja, und mit ja, das ist der Milliardär. Das ist, glaube ich, dieser Milliardär, der war. Ja, okay. Okay, okay. Also, man sieht irgendwie Punkte auf der Karte. Ja, ist eine Karte. Ja, wenn du ganz nah, wenn du D ganz oft drückst. D? D. Du kannst mit A und D hin und her wechseln. Ah. Also, es sind Edward, Barbara, Puffton und Virginia, die sind alle 31 Wochen vermisst. Merken wir uns gleich. Okay, also mit dem machst du den Netto zu, okay. Scheiße. Das Mädel ist ja, Jus, 20, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei, jetzt ist Info weg. Ja, aber ich... Ja, Info sind weg. Ich hab mein Tattoo mir angeguckt, es tut mir leid. Ich hab ein cooles Tattoo. Also ich will ja nicht schon von Anfang an meckern, aber die Helis, die fliegen hier gerade so linear in einer Linie, als wären die mit einer Zipline miteinander verbunden. Ich bin in der Videofrequenz, ich weiß nicht, was du meinst. Hab die E gedrückt, dann geht's weiter. Ja, ich hab E gedrückt, sorry. Ich jetzt auch. Chill doch mal, ich wollte mir noch umgucken. Ich bin im Wasser, wo seid ihr? Pilot, das sind die krassesten Piloten, die jemals gelebt haben. Die können das einfach. Wir wurden angeschossen! Oh mein Gott! Ab geht der Feder! Ab nach unten! Kam unten! Festhalten! Wow! Einer ist raus! Der zweite hängt noch! Und... Ich reich dir nicht die Hand! Oh, zu spät! Und jo, jetzt geht's auch noch! Haha! Kann ich mich bewegen? Mit ihm da unten? Warum schwimmt er nicht dran vorbei? Digga, ich bin jetzt ist er weg. Ich bin der, der schwimmt. Keine Ahnung, was passiert ist. Nein, das Video ist ja doch bei uns allen gleich, Digi. Achso. Ja. Ich bin der, der da schwimmt. Alter, warum wäre ich getreten, der Wichser? Das ist das Tutorial. Ich glaub, das mach die Tür auf! Alter, warum tut er das? Warum? Alter, ich wollte doch nur Freundschaft. Ich wollte doch nur Freundschaft. Ist nichts für dich, Jusen. Such dir einen neuen Job. Nee, der eine boxt mich einfach nieder. Ich weiß nicht warum. Ich habe nichts getan. Das ist ja nämlich. Verrat doch nicht alles, Alter. Ich mach das auch gleich erst. Ja, freu dich. Du wirst einfach niedergestreckt wie so eine Nutte. Ich. Super. Danke. Okay. Echt, Alter. Jusen Spoiler hoch 8. Was? Spoiler? In 3 Sekunden hast du es doch auch gesehen, Alter. Okay, Ja, Krabbel an Land. Ich bin da, Boys. Auch Sätze in Jusens Schlafzimmer ist das übersichtlich. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Wow, wir sind da und es leckt leicht. Alter Verwalter. Warum gibt's kein Mausempfindung? Kann ich auch nicht runter? Ah, hier ist Inventar, okay. Alter. Feldration, okay, wir haben also Feldration. Das ist schon mal interessant zu wissen. Jusen, guck mal her. Ja. Hey Jusen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. So ist langsam besser, würde ich sagen. Ah, ich habe auf jeden Fall, muss ich die Kamera auf jeden Fall noch, warte mal kurz, an eine andere Stelle machen.
Ich glaube, ich schieb sie erstmal nach links, würde ich sagen, Leute. Ne? Ich zeig dir auch mein Inventar. Ich weiß nicht, ob es hilft. Ich zeig dir mal den Hasen. Mach erstmal so, Leute. Ist besser. Ah, oh, weird shit. Na, es ist creepy. Du bist ein alter Sack. Ich mag dich nicht. Ich bin ein alter Mann? Ja. Warum schlägst du mich? Ich hab dich nicht geschlagen. Ich hatte nee, Paldoros meine ich. Warum schlägst du mich? Was? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nicht mal was gedrückt. Wer ist eigentlich der Dude hier? Ja, die haben noch nicht gesagt, wie ist der Inventar? Bei mir funktioniert gar nichts. Wer ist denn der hier? Na, Mann, das ist das Kelvin, Junge. Guck mal, den kannst du, dem ist was auf den Kopf gefallen. Ja, sein Ohr ist ganz blutig. Dem ja, kannst. Das liegt wirklich nicht. Dem kannst du mit E gedrückt halten, kannst du ihm eine Notiz geben, dann ihm zeigen und dann versteht er. Also er ist quasi ein NPC, der uns hilft. Ist er nett? Wie komme ich da wieder raus? Ich will ihm nichts geben. Du musst leider immer D durchspammen. Ich weiß nicht, ob es eine Zurückkiste gibt. Ich habe gesagt, folge mir. Na toll. Na, da habe ich wenigstens einen Kumpel. Ja, aber der kann auch sterben. Also, mir nicht. Der kann, glaube ich, auch sterben. Lass ihn doch sterben, wen interessiert's? Mann, wer hat mich denn schon wieder in die Box? Oder sterbe ich gerade? David immer. Hör mal auf, mich zu starr. Schlag dich nicht, ich werf dich mit Steinen ab. Wir stecken erstmal alle ein. Du musst dir noch einen Stein in den Kopf werfen, dass du es merkst, oder? Granate, natürlich. Na, soll er mir nicht folgen, oder was? Ja, dann sag ich hier, in dem Gegenstand, oder was? Ich glaube, wir haben noch nicht mal ein Inventar, oder? Doch, mit I. Hab ich doch echt... Oh. Ach so, oh. Aue, Feuer, bleib hier, okay, nice. Hier, bleib hier. Moment. Bleib mal hier. Okay. Fall ich auf das nächste und lass mir Ruhe. Grabt erstmal die Kisten durch, würde ich sagen. Da ist überall Arznei und alles mögliche drin. Alter, man kann auch Licht anschalten, ist ja nice. Da sind ein paar Leute. Da hängen bloß welche rum, Digi. Oh, man kann die Farben von... Ach, das ist ja hübsch. Das ist voll hübsch. Okay, da muss man drüber laufen. Ein paar von unseren Boys, die da hängen, wie es aussieht. Oder die vielleicht vor uns gekommen sind. Vielleicht sind wir nicht das erste Team, was hier gestrandet ist. Okay, Essen ist mir gleich sofort. Okay. Okay, ich muss mich mit dem Tau umlegen, weil wenn du dich kriegst, dann bist du wieder in den Fang. Flüster mal bitte noch mehr ins Mikrofon, dann hört man dich noch besser. Oho, aha. Oh, nice. Ihr müsst mal gucken, ob ihr ein Notfallpaket eingepackt habt. Haben wir. Das müsst ihr mal aufmachen. Notfallpaket? Da ist ne. Öffnen. Nice. Susan, komm mal kurz her. Versuch immer, das ist GPS drin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alter! Da wäre denn hier eine taktische Axt. Dann wieder I. Ist der zu dir gekommen? Okay, was hast du? Axt und Messer? Ja, klar. Ist die Frage, wie man Sachen nimmt, wie man Sachen weglegt. Müssen wir gleich mal alles rausfinden, Leute. Ach so, Alex, man hört dein Spiel mir da so nicht. Ja. Verwundert, oh. Das kam mir doch bekannt vor. Entschuldigung. Ich muss mal ganz kurz auf Toilette, Leute. Bleibt mal bitte alle hier stehen. Ich hoffe, dass ihr in der Zeit nicht verhungert oder verdurstet. Okay, wenn man E gedrückt hält bei den Sachen, die man isst, dann isst man das sofort. Aber nur kurz E drückt, okay. Damit man das, glaube ich, ein. Ich habe schon wieder was gegessen. Nee, aber auch wenn du es nur kurz anklickst, frisst du auch so ein ganzes Ding auf. Ah, okay. Aber... Aber das spawnt immer wieder nach, oder? Nee. Nee. Glaube nicht. Okay, dann esse ich jetzt lieber nichts. Aber wir müssen aufpassen, da haben wir. Gut, ich würde sagen, wir müssen uns dann so mal einen Unterstoff suchen, oder? Oder beziehungsweise eine Hütte bauen und hier bleiben. Nee, hast du dein Unfallpaket aufgemacht? Kurzzeitig, ja. Hört ihr mich? Ja. Ja, wir hören nicht. Da habe ich die Axt rausgenommen.
Ja, hast du die Axt ausgerüstet? Na, lass uns ein bisschen Holz hacken. Ja, hab ich. Aber ich weiß nicht, wie man das aus der Hand wegpackt. Alter, wenn du B drückst, hast du ein Buch. Aber wie kann ich das aus der Hand nehmen? Stock mit planes Zelt. Ja, toll, danke. Feuer mit Holz ist voll. Okay. Holz mit Axt mit Kopf drauf ist. Ja, also wir brauchen wirklich Holz. Das Spiel wird Holz brauchen. Modus Wechsel. Was ist denn Modus Wechsel? Das ist halt. Ah, okay, okay, okay. Das ist clever. Das ist sehr clever. Es gibt zwei Arten zu bauen, Jusen. Zwei Arten, okay. Du kannst einmal so wie bei, ich weiß gar nicht, ich glaube bei, doch bei Grounded war das, du kannst es einmal vorsetzen und dann bauen, so wie das alte, oder du kannst es wirklich Schritt bei Schritt bauen. Wie kann man das Holz fallen lassen? Ah, mit G, okay. Hier schon die ersten Baumstämme und Ecke. Ja, war doch der Plan, dachte ich. Ja, nee, alles gut. Ich war immer noch im Inventar drin und Jusen bringt hier schon die ersten Bäume. Das meinte ich. Ja, einfach auf dem Holz, einfach gegen Baumachsen, dachte ich. Ich dachte, da gibt es keine große Magie dahinter. Ja, aber ich hatte noch so ein hässliches Navigation. Jusen, pass auf, Baum hinter dir. Nein, 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 nein. Was hältst du denn? Was halt? Oh, das ist sogar ein echt guter Spawnpunkt hier. Ja, deswegen bleiben wir auch hier, würde ich sagen. Ja, guck mal, wenn wir hier unsere Dings aufschlagen, okay, dann können wir das auf jeden Fall leicht verteidigen, weil hier ist alles Wasser und es ist übersichtlich. Außer die kommen übers Wasser, aber das können wir nicht vorstellen. Na, wir müssen mal die Nacht abwarten, ob sie hier irgendwo gespawnt werden. Damit könnte es ein Problem werden. Aber sonst nicht, ne. Okay, wenn du M drückst, nimmst du das Navigationsgerät in die Hand. Ja, genau. Und wie kann ich Sachen wegschmeißen? Mit G. G. Oh, so. Ich hab so schnell gemacht, wie ich konnte, Leute. Sorry. Oh, da ist er wieder. Jo, wer mag denn der Bauer in der Session hier sein? Das ist egal, meinetwegen kann ich das auch machen. Dann bringen wir dir Okay. Dann bringen wir dir das Holz, oder was? War schade, dass das noch nicht erklärt wird, warum der Typ hier steht und stumm ist. Aber es ist ja schön, dass ein Notizzettel gibt. Achso, das ist, dem haben wir aufgeholfen, sag ich mal. Okay. Dem kannst du Befehle geben. Das ist Calvin. Der hat ein blutiges Ohr, der hat irgendwas anscheinend abbekommen. Ja. Okay. Und ja. Gucken wir uns erstmal um und machen die Sachen, die zu machen sind. Genau. Ich habe mir mal so ein Haus hingestellt. Also, so selber bauen würde ich vielleicht erst später machen, aber das sollte vielleicht reichen. Gut. Achso, Peiler, wenn du B drückst. Ja, wir drücken B. Dann öffnet man das Handbuch. Genau. Es gibt aber auch ein quasi so wie Arc- oder Grounded-Baumodus. Das kriegst du, wenn du X gedrückt hältst. So, für den Anfang hätte ich gesagt, machen wir erstmal das automatische Bauen mehr oder weniger und später so kommt X gedrückt halt. Dann müsstest du so auf die andere Seite wechseln. Ah, okay, dann ist es oldschool. Dann ist es wie beim ersten. Alles klar. X ist wie beim ersten und B ist der neue Baumodus. Dann wissen wir das schon mal. Dankeschön, David. Packe ich den Spaß wieder weg? Ab? Nee. Ja, ich glaube auch wieder mit B. Ja. Okay. Man könnte aber erstmal gucken, wie man so einen Karren baut, vielleicht. Aber Stammhälften sammeln. Bedeutet ja bestimmt, die kriegen wir hier nicht vom Boden, oder? Es glitscht alles auch noch ein bisschen. Wie kann man das GPS eigentlich wieder wegpacken, wenn man das in die Hand genommen hat? Das ist deine Karte mit M. Ah, super duper. Okay.
Okay, 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 okay. Jetzt ja alles wie gehabt. Spiel läuft nicht perfekt, aber es läuft ganz okay, finde ich, bis jetzt. Oder was denkt ihr, Leute, bei euch? Ist okay, ja. Hier, wir können noch auf Bäumen bauen. Ja, klar. Baumhäuser gab es schon im ersten. Ich glaube, ich muss Save mal wieder lauter stellen. Du bist so leise bei mir. Ich will nicht schreien. Die Katze schläft. Wenn sie wach werden. Hinter Rücksicht auf die Kätzchen. Ist ja kein Thema. Warte kurz. Achso, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte da einmal rüber. Machen wir den David uns ein Stückchen lauter, Leute. So. Wenn er euch jetzt ins Ohr schreit, beschwert euch bei David. Wie gesagt, wenn sonst irgendwas nicht hinhaut oder ich den Sound... Obwohl, den Sound könnte ich, glaube ich, im Game ein bisschen leiser machen. Ich sehe gerade, wenn ich Holz hacke, ist schon ganz schön laut. Hat ihr mein Spiel nicht. Noch? Nee, ne? Nee, nee, die. Nee, nee, nee. Ein bisschen lauter als man hier denkt. Machen wir mal so. Wo kommst du denn her? Okay. Alles klar, die kann man auch zerstören. Auch schon mal gut zu wissen. Achso, du kannst Kelvin sagen, dass er dir helfen soll. Willst du das machen? Ja, lass mal fallen. Bist schon dabei? Nee, nee, ich habe nur Quatsch gemacht. Ich wollte wieder raus. Aber wie kann man ihm denn sagen, dass er helfen soll? Folgt mir. Hol. Gegenstand. Hol. Mach Pause, bleib hier. Hol. Bauer. Hol. Hol. Hole. Stock, hole, Stämme. Und? Ah. Aua, warum brenne ich denn jetzt? Und der Scheiß, der hat ein Feuer gebaut und ich brenne. Verbrenne ich jetzt? Oder? Nee. Jetzt legt er sich hin. Der hat unter mir ein Feuer gebaut und jetzt setzt er sich hin. Weißt du was? Fick dich, ich mach's lieber alleine. Echt, Alter. Hast du ihm das gesagt, dass er da ein Lager aufschlagen soll? Sei ehrlich, David. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwas durchgeklickt. Ich habe keine Ahnung. Hast du ihm gesagt, dass er was holen soll? Ja. Nö. Oder? Der hat mir jetzt den Arsch verbrannt. Wie kann ich eigentlich Holzscheite wieder fallen lassen? Mit G. Aber wir brauchen erstmal, glaube ich, wirklich die großen Stämme, weil die kann ich. Ja. Scheite kann ich nicht abgeben. Die vierte kann ich, glaube ich, auch nicht abgeben. Nee. Aber bei mir steht Baumstämme einsammeln 0 vor 33. Bei euch auch? Ja, ja. Okay, aber zwei Stück. So wie im Kasten. Ja. Aber da steht ja Baumstammhälften. Oder was meinst du? Baumstämme. 2 nee, von 33. Steht bei mir. Ah, man sieht, wie viel man auf der Schulter hat und wie viel man im Endeffekt noch. Okay. Ja. Okay. Nee, ich dachte, wir haben erst nur die Zeit 0 von. Wir haben ja welche gemacht, aber man sieht, okay, ob welche jemand bei hat. Ich habe auch nicht gesehen, dass man Karren bauen kann. Weiß nicht, ob man das erst spielt. Ja, vielleicht ist es sinnvoll, wenn einer vielleicht hier ein bisschen erkundet. Obwohl, da hätte ich ja Angst, dass man trifft. Ich bin noch ganz froh, wenn wir noch auf keine Ureinwohner getroffen sind. Lass erst mal Tutorial machen. Ich
Ich hätte mir auch das Haus weiter vorne bauen sollen. Wäre schneller gegangen. Jo. Baum fällt. Juhu. Was denn? Jemand war das. Ich wird Baum attackiert. Attackiert. Fängt er hier schon an mit Angriffen. Oder was? Ja. Ja. Also immer schön Steine sammeln auf dem Weg. Man weiß nie, wann man die braucht. Kannst auch Steine sammeln, wenn du Sachen trägst. Ich, David. Tutorial macht so viel Spaß. Im Tutorial gibt man Gas. Da humpelt er hinterher. Genau, David, gib ihm mal eine sinnvolle Aufgabe. Aber den Charakter kommt man sich nicht aussuchen, ne? Jusen ist der alte Mann. Nee, konnte ich nicht aussuchen. Bin ich das David Bilde? Ist... Nee. Müssen wir erst suchen. Auch ein alter Mann mit Pornobalken, aber nicht so alt wie Jusen. Und wie sehe ich aus? Kann mich ja selber nicht angucken. Das ist auch ein Pornobalken. Okay. Sind wir beide die Pornobalken-Joes mit braunen Haaren? Kurze braune Haare, leicht gebräunt, Pornobalken. Ah, okay. Hä? Ah, er macht die Dinge auch kaputt. Dann macht es, verarbeitet es gleich. Ah. Jetzt brauchen wir wieder Stämme. Der Typ hat was hergeschleppt, einen Stamm und kratzt sich am Kopf. Jo, und jetzt? Für so ein. Achso, ich habe ja noch einen. Oh nein. Auf der Schulter. Den Typen nicht anquatschen, wenn ihr Stämme in der Hand habt. Nee, wenn ihr Stämme in der Hand habt. Okay, das ist Sprinten. Ihr seht jetzt nicht, wie viel wir da brauchen. So wirklich von allem, Leute, aber ist ein bisschen weit. Sonst, wenn ihr einen Wunsch habt, dass die Kamera eine andere Position soll, sagt gern Bescheid im Chat. Oder wie gesagt, beim Ton oder so. Hast du ihn jetzt Äste sammeln geschickt, ja, David? Ja, mit Dingern war mir das zu dumm. Baumstellen. Irgendwie hing er da rum und weiß ich nicht. War, glaube ich, zu kompliziert für ihn. Wie gesagt, wir müssen natürlich respektvoll mit ihm umgehen. Er hat einen harten Treffer aufs Ohr bekommen, aber er ist halt. Ja. Er hat halt einen Treffer bekommen. Aufs Ohr. Also, er hätte Lagerfeuer hinten gebaut. Hier hätte ich es auch besser gefunden, wenn du das Haus hier gebaut hättest. Aber. Ja, tut mir ja leid, aber ich dachte mir, das wäre hier doch eine optimale Position, falls die Viecher wirklich kommen. Wir können auch alles abreißen und nach hinten schleppen jetzt. Wir machen es ja eigentlich nur fürs Tutorial. Wir können auch weiter rennen, wir können auch später bauen. Wir können Leute, kommt mal hierher, hier sind Austern, die können wir das später essen. Aber ich kann keine Austern mehr tragen. Na, sonst doch. Ich habe bis jetzt noch keinen richtigen Hunger. Ich auch nicht. Also wir haben den Schwierigkeitsgrad normal eingestellt, nur falls ihr euch fragt, was Phase ist, Leute. Haben die sich selbst... Ja, ich weiß halt nicht. Kann ja sein, ich wollte jetzt eigentlich nicht so früh sterben. Aber ich habe keinen Plan, wie schwierig das jetzt im Endeffekt ist. Naja, das kann ja keiner von uns sagen. Das Spiel ist jetzt seit circa einer Stunde draußen.
können auch erstmal rumlaufen und ein bisschen erkunden. Können wir auch gleich machen, aber lass doch hier erstmal das Tutorial. Ja, aber ich dachte, wir bauen das vielleicht entweder in der Nacht. Obwohl, in der Nacht sollten wir nicht im Wald. Na, jetzt ist gleich nachts. Wir haben jetzt so viele Bäume hier hinten noch gefällt. Lass das Ding noch schnell zu Ende bauen. Nicht, dass dann vielleicht die Kannibalen alle anrücken in der Nacht. Hier hinten liegen noch überall Baumscheite. Jusen. Vielleicht auch mal mittragen. Gleich ist Duster am Arsch. Ich bin gerade am Federn sammeln, Dicker. Und ich habe einen Vogel gestartet. Wir haben noch nicht mal einen Bogen. Hier ist eine Schildkröte, die können wir umklatschen. Ja, das geht auch, da hast du recht. Ja, ich versuche auch Essen zu machen, Dicker. Gesundheit, Alex. Wollen wir die Schildkröte umklatschen? Oh, hier sind mehrere. Aber auf jeden Fall schon mal Essen. Ich hab Eier gelegt. Ich hab dein Eier weggesnackt. Tut mir leid. Jetzt meine Eier. Oh, die kann man auch instant essen. Oh, gesund. Du sammel lieber Dings-Eier. Folge mir. Hier sind nur kleine Steine. Nee, habe ich gerade alle genommen und gegessen. Guck mal hier vorne. Was ist das hier? Ist das eine Qualle? Eine Qualle. Nee, ein Stein. Das ist ein Stein. Ach nee, Boys. Folgt der Typ mir jetzt? Ja, also Stämme sammeln. Brauchen wir noch mehr Stämme? Wir brauchen noch 8 Stämme und Bretter. Na, wir bräuchten auch vielleicht auch ein Feuer, oder? Ja. Soll ich ein Feuer? Ich erstmal Holzstämme, okay. Und ich gebe dem Typen erstmal noch eine Auf. Hier hinten bei mir liegen noch ganz viele. Hinterm Feuer, was der Typ gelegt hat. Hier so. Bauen wir die Hütte einfach erstmal nach Plan fertig. Obwohl ich denke, dass es wirklich verbuggt ist. Ich habe nur bei Sammel Baumstämme 2. Obwohl ich hier schon, weiß ich nicht, 10 oder so hingeschleppt habe. Hier ist allgemein, wie viel noch fehlen, Dicker. Ja, du siehst einmal, wie viel du Okay. hier getragen wird und wie viel du brauchst. Alles klar. Ey, hier ist diese Frau mit den 1000 Armen. Oh, wir hätten auch erst eine Jagd unter. Die rennt gerade weg. Ja, lass sie doch lieber wegrennen, bevor sie zu dir kommt. Ne, die war gerade vor mir, ich wollte gar nichts machen. Ich wollte sie ansprechen, aber ging nicht. Doch gut, dass du überlebt hast, würde ich sagen. Ne, die ist hier bei uns bei der Base, Digga, die ist hier eigentlich. Wir müssen einfach nur. Okay, deswegen sollten wir da rein eigentlich. Möchte jemand von euch Feuer machen? Wir brauchen. Alter, ist das dunkel! Ja. Also da steht 4 Stöcker mit Steinen. Lass einfach den Typen hier das Ding machen. Ich befehle einfach, dass er das Feuer machen soll. Okay, na, das geht natürlich auch. Ja. Ich muss ja erstmal mit der Dings klarkommen. Ist immer noch scheiße dunkel für euch, war Leute. Ich habe gar keine Stöcker bei. Warum habe ich keine Stöcker bei? Okay, er macht das Feuer, glaube ich. Gleich umgesetzt. Ah, okay. Vorher noch Steine. Oh, so sehe ich das ungefähr. Mal gucken, wenn nachher die Sonne aufgeht. Es war alle voll geflasht, Leute. Mal da jemand aus meinem Feuer. Ah, das ist Käse. Das Käse? Kelvin Feuer hat, ist Käse? Kelvin hat sich gerade mein Feuer gesetzt, was ich gebaut habe. Ja, schön. Er hat ja da vor mir Feuer unterm Arsch gemacht, würde ich so sagen, ne?